Herzlich willkommen, liebe Leute, zur nächsten Folge von Yooka-Laylee. Ja, wir starten direkt rein. Und ja, wir machen heute los. Gleich mit Katos weiterer Racing-Strecke hier scheinbar. Ja, da haben wir schon das Minigame gespielt. Des Erzes. Fräulein, okay. Großwälzer. Schade. Oh, Mensch. Ich finde aber die Synchronstimme auch sehr toll. Also, ich wollen wir fahren? Dafür sind wir hier. Ist ja wie bei einer Achterbahn jetzt. Ja. A springen, schießen und L beschleunigen. Also Standardsteuerung. Wow. Nein, ich habe einen verpasst. Ist aber echt spaßig. Autsch. Verlieren wir dadurch eigentlich Sachen? Oder kriegen wir Schaden irgendwie? Also Schaden kriegen wir irgendwie, aber ändert das irgendwas? Achso, wir verlieren dann immer Juwelen, oder? Autsch. Sehr verlustreich. Was soll uns das jetzt zeigen? So, haben wir eine hohe Punktzahl oder? Ja, okay. Lady ist immer so ein bisschen spießig. Kratos Rückkehr. Dann haben wir in dem Level schon viel erreicht. Steht dazu hier noch irgendwas? Nö. Ja, was soll mir das jetzt sagen? Ich muss ja trotzdem irgendwie hochkommen, oder nicht? Oder sind das so Sachen, die ich später machen kann? Das glänzt ja da so komisch, aber irgendwie wüsste ich noch nicht, wie man hier hochkommt. Ich könnte es hier rüber versuchen. Tja, ein Jump and Run hier. Hier schön am Jumpen und auch am Runnen. Eieiei. Was ist das eigentlich da für ein Ort? War ja klar, dass ich jetzt mitten im Nichts bin. Ich hatte ja gar keine andere Wahl jetzt. So, sind wir wieder oben. Was ist denn das? Okay, jetzt sind wir unten. Eieiei. Vielleicht soll man hier auch eigentlich hochkommen und nicht runterspringen. Aber was weiß ich schon. Wird er noch mehr? Wie groß ist denn dieses Level? Reifen gleiten. Ach so.
Ich dachte schon, wir müssen jetzt hier ein Paragleiter oder so. Okay, wie kommt man da jetzt dahin? Kommen wir scheinbar auch noch nicht ganz weiter. Das ist jetzt aber, wo es hier hingeht. Wo man hier ursprünglich herkommt, scheinbar. Kann man hier eigentlich auf die drauf springen? Nö. Ach Gott. Das war fast der Tod. Ich glaube aber tatsächlich, so viel kann man im Level hier gar nicht mehr machen. Oh, hier sind noch Federn, okay. Stimmt, hier sind wir noch nicht so lang. Wo geht's denn hier hin? Wehe auch zu Katos hoch. Nee. Das kennen wir noch nicht. Dann wäre hier vielleicht eine neue Fähigkeit. Nö. Okay. Vielleicht dieses komische Fliegen, was wir da hinten noch brauchen, aber nö. Scheinbar nur ein Knopf. Schade. Ich will mich jetzt hier aber nicht verirren. Vielleicht müssen wir so nach ganz oben kommen. So. Also schätze ich mal. Dass es so klappt. Das sieht irgendwie mehr aus, als wenn wir jetzt nach unten laufen. Da kommt es nur mir so vor. Oh, hier ist der nächste Geist. Oh. Nimm mich selber hier an. Die letzten beiden, war da hinten ein Geist? Haben wir eine Wolke noch? Okay. Bimbo. Bimbo. Ah, okay. Oh nein. Lampenfieber. Also was müssen wir jetzt machen? Also wir können erstmal, ich hole mir noch mal eine neue, hochgehen und den Geist gegen, dass er uns hier nicht tötet. Ja, Profi Jump'n'Runner wieder mal. Sind eigentlich noch Leute, die so richtig, also die so richtig hyped auf Jump'n'Run sind, weil es kommt mir irgendwie mehr vor, dass der Spieletrend Richtung schnelle Spiele geht und weg so vom Abenteuer, Story. Kommt es nur mir so vor? Ich kann ihn gar nicht töten. Ich kann ihn gar nicht töten. Heute ist aber tatsächlich die Folge mal ein bisschen kürzer. Letzte Folge war ein bisschen minimal länger als sonst. Heute ist ein bisschen minimal kürzer. Also nicht 10 Minuten, aber halt nicht für die Stunde. Wo wir die ja, glaube ich, auch schon bald geknackt haben. Und wir gucken mal noch, was hier ist. Reden mit Nimbo und dann ist das damit. Oh. Komm schon. Es bringt nichts, oder? Hey.
Müssen wir besiegen? Ja. Tatsächlich. Bisschen einfach nur nett machen, sage ich jetzt mal. Also, wir haben ja verschiedene Sachen. Eis, Wasser und Feuer. Was können wir damit jetzt machen? Nimbo, sag, was damit tun sollen. Was sollen wir dir antun? Sollen wir dir etwas Wasser geben? Ah, tatsächlich. So. Es ist weg. Dem Wasser. Okay, jetzt ist hier ein Wasserfall. Ah, jetzt ist in der Strecke mehr Wasser. Aber ich wollte eigentlich, dass kein Wasser mehr da ist. Wollte es so sein? So. Wo kommen wir denn da jetzt hin? Ach, da unten. Okay. Was bringt uns das jetzt? Die Blubberbläschen sind immer noch da. Könnt ihr jetzt ja nochmal die Wolke fragen, ob sie ein Rennen machen will? Sie hat ja gesagt, in einer anderen Saison. Das zähle ich als andere Saison. Also müssen wir es jetzt wieder trockenlegen, oder was? Ich verstehe es mit dem Wetter noch nicht so ganz. Können wir selber bestimmen oder können wir wirklich jetzt nur Wasser machen? Aber wenn ja, was bringt denn Wasser? Also warum sollten wir es denn nass machen? Oder überschwemmen schon eher gesagt. Ist ja nicht nur nass machen. Ist das ein Vorteil? Ich denke mal, wir können es aber so ein bisschen ändern, oder? Tatsächlich. Okay. Ah, jetzt ist wieder Wasser wieder weg. Okay, können wir das theoretisch jetzt dauerhaft wiederholen? Theoretisch ja. Okay. Jetzt haben wir wieder Wasser. Welchen Vorteil das bringt, weiß ich noch nicht. Vielleicht jetzt mit Eis drauf. Wasser und Eis? Hm, wer weiß es, was passiert? Ja, Schnee. Und Eis. So, und jetzt bringen wir vielleicht das Wasser ein, was wir gerade gemacht haben. Ich bin damit komplett richtig. Sehr schön. Was mir das jetzt auch immer bringt. Oh, jetzt schlittert man so komisch. Die andere Seite müssen wir nächstes Mal übrigens noch machen. In dem Tempel. Also wir bleiben in dieser Welt noch Ewigkeiten. Habe ich so das Gefühl. Die magische Wolke. So, wir sind jetzt ja schon wieder bei... Ah, jetzt sind wir mit einer Viertelstunde. Gucken. Also einmal probiere ich das ran, denke ich noch. Wenn es jetzt geht. Okay. Neues Dings freigeschaltet. Was haben wir freigeschaltet? So viel los hier. Ich weiß gar nicht, wo man zuerst hingeht.
Rollen verbraucht weniger Energie, sehr gut. Ja, Hosen und sowas. Brauchen wir auch später noch. Ist das, weil wir viel gerollt sind vielleicht? Na, jetzt können wir loslegen, oder nicht? Ach, das ist sein Onkel. Okay, dann machen wir jetzt noch das Ding und dann haben wir es geschafft. Das Ding, das Rennen. Ja, das Schlittern macht es sehr anstrengend. Der Steuerung. Ich fühle mich wie so ein nasser Fisch. Ich denke mal, so fühlt sich ein nasser Fisch an. Scheiße, das war nicht gut. War noch schlechter. Ich komme gar nicht hinterher. Egal, wie sehr ich es versuche. Der Anfang wirklich so viel gekostet und der Stickdrift. Ah, jetzt ist hier oben aber auch voll gelaufen. Ah, das ist sehr schwer. Naja, dann muss ich es nächstes Mal nochmal probieren. Aber naja, wie gesagt, das machen wir beim nächsten Mal. Gerade nicht. Also naja. Okay. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal von Yooka-Laylee und habt einen schönen Tag. Ciao, ciao.